Nach den verheerenden Bränden auf der Hawaii-Insel Maui Anfang August sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die betroffenen Gebiete zurückgekehrt. Bislang war der Zugang nur Rettungskräften und anderen Helfenden erlaubt, so die deutsche Presseagentur. In einem ersten Schritt genehmigten die Behörden für die Zeit zwischen 8 und 16 Uhr am 25. September die Rückkehr zu verwüsteten Grundstücken in einer Zone im nördlichen Teil des zerstörten Küstenorts Lahaina. Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgefordert, nicht in der Asche von Gebäuden zu wühlen, um keinen giftigen Staub aufzuwirbeln, so die dpa. Demnach warnten die Behörden vor möglichen Giftstoffen in den Ruinen durch geschmolzenes Blei, Asbest oder Chemikalien und empfahlen das Tragen von Schutzkleidung. Allein auf Maui wurden am 8. August durch die Brände etwa 3000 Gebäude zerstört. Die Zahl der Todesopfer wurde zuletzt mit insgesamt 97 angegeben. Der Sachschaden beträgt geschätzte 5 Milliarden Dollar, heißt es.